Hallo, zurück zum Vorlesen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter bei den fünf Freunden auf Schmugglerjagd. Erinnern wir uns, die fünf Freunde, das sind die Geschwister Julian, Richard und Anne, zwei Brüder und eine Schwester. Und die Georgina, genannt George, die sieht so ein bisschen aus wie ein Junge. Oder viele denken, dass sie ein Junge ist, weil sie ganz kurz geschnittene Haare hat und auch immer ziemlich frech und so weiter. Deswegen wird sie von allen auch George genannt. Und Tim, der Hund von George. Die sind alle auf einem Internat und waren jetzt auf dem Weg zu den Ferien, Osterferien, bei George Eltern. Da war allerdings ein Sturm. Das war an der Küste und da hat es ganz schön doll gestürmt und ein alter Baum ist in der Nacht auf das Hausdach von der Familie draufgefallen und hat damit die Schlafzimmer der Kinder kaputt gemacht. Und jetzt haben die Eltern überlegt gehabt, Mensch, wo schicken wir denn die Kinder jetzt hin? Weil jetzt werden ja hier ständig irgendwelche Handwerker sein und da ist gar kein Platz mehr. Und die Kinder sind gerade noch davon gekommen, nicht wieder zurück ins Internat geschickt zu werden, weil der Kollege von dem Onkel Quentin, der Vater von George, der wohnt in der Nähe und der hat jetzt eingeladen, dass die Kinder ja zu ihnen kommen können, weil der Sohn Peter geht mit dem Richard in eine Klasse. Und jetzt sind die Kinder auf dem Weg zu dieser Schmugglerspitze, nennt sich dieses Haus, wo der Herr Schwarz drinne wohnt. Und genau, und jetzt sind die da gerade unterwegs, haben gerade Mittagspause gemacht und der Wirt, der ihnen das Essen serviert hat, der hat den Kindern oder ist gerade dabei, den Kindern zu erzählen, dass sie vorsichtig sein müssen. Jetzt erfahren wir gleich, warum. Warum müssen sie auf dem Schmugglerhügel vorsichtig sein? Schmugglerhügel. Wird so der kleine Berg genannt, auf dem die Schmugglerspitze liegt? Fragte Julian. Ja, bestätigte der Wirt. Der Berg heißt so und die kleine Stadt, die auf ihm liegt. Warum heißt er so? Wollte Anne wissen. Ein sonderbarer Name. Lebten dort viele Schmuggler? Man erzählt, dass der Hügel einst zum Festland gehörte, berichtete der Wirt. Aber er wurde häufig von allerlei Gesindel besucht, das dort seine dunklen Geschäfte trieb. Das böse Treiben gefiel den Heiligen nicht. Einer von ihnen ergriff den Platz und warf ihn in das Meer. So entstand eine Insel. Und diese wurde Schmugglerhügel genannt, ergänzte Richard den Bericht. Aber vielleicht war es doch gut, dass das Meer das Gebiet um die Insel wieder freigegeben hat. So kann man jetzt vom Festland zur Insel laufen, nicht wahr? Ja, die Straße ist sogar befahrbar, sagte der Wirt. Ihr müsst nur vorsichtig sein, dass ihr nicht vom Weg abkommt. Das Moor zieht euch in kurzer Zeit ins Bodenlose, wenn ihr den Fuß drauf setzt. Das ist aber ein unheimlicher Ort, meinte George. Eine Schmugglerspitze auf dem Schmugglerhügel. Und nur ein Weg führt dorthin. Es ist Zeit, weiterzufahren, unterbrach sie der Fahrer und sah auf die Uhr. Ihr solltet zum Tee dort sein, hat euer Onkel gesagt. Die Kinder stiegen wieder ins Auto. Tim kletterte über die Beine und Füße und machte es sich auf Georges Schoß bequem. Er war eigentlich zu groß und schwer dafür, aber hin und wieder duldete es George. Sie brachte es nicht übers Herz, mit dem Tier streng zu sein. Als der Wagen wieder fuhr, schlief Anne bald ein. Und auch die anderen wurden schläfrig. Der Wagen schaukelte hin und her, ein leichter Regen setzte ein, die Landschaft wirkte trostlos. Nach einer Weile drehte sich der Fahrer um und sagte zu Julian: Wir nähern uns jetzt dem Schmugglerhügel, werden bald das Festland verlassen und dem Weg quer durch das Moor folgen. Julian weckte Anne, alle richteten sich erwartungsvoll auf. Aber welche Enttäuschung! Dichter Nebel lag über dem Moor. Die Kinder konnten gerade eben den Weg erkennen, auf dem sie dahin fuhren, und etwas von der höher gelegenen Umgebung des Moors.
Als sich die Nebelwand ein wenig hob, sahen sie zu beiden Seiten des Weges ödes Sumpfgelände. »Können Sie einen Augenblick halten?« wandte sich Julian an den Fahrer. »Ich möchte gern sehen, wie das Moor beschaffen ist.« »Einverstanden, aber gebt Acht, dass ihr keinen Schritt vom Weg abweicht«, warnte der Fahrer und hielt den Wagen an. »Und lassen Sie den Hund nicht raus, Fräulein, sonst rennt er vom Weg ab und gerät ins Moor.« »Was soll das heißen?« fragte Anne mit ängstlichem Blick. »Er meint, dass das Moor den Hund in die Tiefe zieht«, erklärte Julian. »Lass Tim lieber im Auto, George.« Tim wurde, sehr zu seinem Ärger, im Wagen eingesperrt. Er sprang gegen die Tür und versuchte dann, aus dem Fenster zu gucken. Der Fahrer wandte sich um und unterhielt sich mit ihm. »Es ist ja schon gut. Sie werden bald zurück sein, alter Bursche.« Doch Tim winselte die ganze Zeit, während die anderen draußen waren. Er sah sie am Wegrand entlanglaufen. Er beobachtete auch, wie Julian einen halben Meter in das Moor abbog. Dort im Moor waren längs des Weges eine Reihe von Steinen errichtet. Julian stellte sich auf einen von ihnen und untersuchte genau den morastigen Boden. »Es ist alles Schlamm, loser, glitschiger Schlamm. Seht mal, wenn ich mit meinem Fuß daran komme, bewegt er sich. Überall richtige, dicke Suppe. Wenn ich fester auftrete, würde ich drin versinken.« Anne hatte genug davon. Sie rief ängstlich, »Komm doch wieder herauf auf den Weg, Julian. Ich habe Angst, dass du einsinkst.« Die Nebel wehten über den salzigen Sümpfen. Es war ein schauriger Ort. Die Kinder gruselten sich. Der Hund Tim fing im Wagen an zu bellen. Tim wird noch den halben Wagen zerkratzen, wenn wir nicht bald zurückkehren, sagte George. Daraufhin kehrten sie um. Julian malte sich aus, wie viele Wanderer wohl in dem heimtückischen Moor umgekommen sein mochten. »Viele, von denen man nie wieder etwas gehört hat«, berichtete der Fahrer auf ihre Fragen. »Man erzählt sich, dass ein oder zwei gewundene Pfade vom Festland zu dem Hügel führen. Sie sind benutzt worden, bevor die Straße hier gebaut worden ist. Aber wenn ihr nicht jeden Zentimeter dieser beiden Pfade genau kennt und nur einen Augenblick unaufmerksam seid, werdet ihr unweigerlich im Schlamm versinken.« »Schrecklich«, sagte die verängstigte Anne. »Wir wollen von etwas anderem reden. Kann man den Schmugglerhügel bald sehen?« »Jawohl, dort liegt er. Die Spitze ist frei von Nebel, seht ihr?« »Nicht wahr? Das ist ein eigentümlicher Ort.« Die Kinder schauten angestrengt in die angegebene Richtung. Aus den langsam weichenden Nebelschwaden ragte ein großer Hügel hervor, dessen Seiten steil wie Klippen abfielen. Der Hügel schien im Nebel zu schwimmen und keinen Halt auf der Erde zu haben. Die Häuser, die auf ihm standen, wirkten aus der Entfernung alt und geheimnisvoll. Einige davon hatten Türme. »Das Haus da oben, gleich neben dem Gipfel, das muss die Schmugglerspitze sein«, sagte Julian und wies den anderen die Richtung. »Es wirkt wie ein jahrhundertealtes Gebäude. Seht nur die Türme! Wir werden von dort oben eine wundervolle Aussicht haben.« Die Kinder blickten hingerissen auf die Stelle, wo sie für einige Zeit wohnen sollten. Sie machte einen sehr malerischen, aber auch abschreckenden Eindruck. »Das Gebäude wirkt geheimnisvoll«, sagte Anne und sprach damit aus, was die anderen dachten. »Ich möchte wissen, wie es hier früher zugegangen ist. Schade, dass die alten Häuser nicht reden können.« Der Wagen fuhr langsam weiter, weil der Nebel immer dichter wurde. In der Straßenmitte hatte man Katzenaugen montiert. Sie warfen das Scheinwerferlicht zurück und erleichterten die Orientierung. Jetzt stieg die Straße an. »Wir fahren gleich durch einen Torbogen«, sagte der Fahrer. »Er stammt aus der Zeit, als es hier noch Stadttore gab. Die Stadt ist jetzt noch von einer Mauer aus der damaligen Zeit umgeben. Sie ist breit genug, man kann auf ihr spazieren gehen. Ihr könnt auf ihr um die ganze Stadt laufen. Ihr kommt immer wieder da an, wo ihr die Wanderung begonnen habt.« Das wollten sich die Kinder nicht entgehen lassen. Sie freuten sich schon jetzt auf diesen Rundgang. Sie würden eine Menge zu sehen bekommen. Vorausgesetzt, sie liefen nicht bei dichtem Nebel los.
Die Straße stieg immer steiler an und der Fahrer musste den ersten Gang einlegen. Zuletzt ging es in eine Haarnadelkurve. Bald danach durchfuhren sie den Torbogen und waren am Ziel. Die Kinder staunten beim Anblick der alten Stadt. Mensch, rief Julian, sind wir hier noch im 20. Jahrhundert? Eng zusammengerückt standen die alten Häuser am Marktplatz. Die hohen Giebel erstickten im Nebel. Die Fenster waren wie blind. Schmale, gekrümmte Gässchen führten vom buckligen Pflaster des Marktplatzes weg. Sie fuhren eine steile Straße weiter und gelangten schließlich an einen weiteren Torbogen, der mit schmiedeeisernen Türen versehen war. Als der Fahrer hubte, öffneten sich die schweren Torflügel. Noch eine kurze letzte Steigung und der Wagen hielt vor der Schmugglerspitze. Die Kinder stiegen aus und fühlten sich auf einmal bedrückt. Das alte, große Gebäude wirkte düster und bedrohlich. Es war ein Backsteinbau mit Schindeldach. Die Haustür war so mächtig und schwer wie bei einem Schloss. Seltsam geformte Giebel ragten an mehreren Stellen über das Dach. An der Ostseite befand sich ein mächtiger Turm, der rundherum mit zahlreichen kleinen Fenstern besetzt war. Der Turm war ein Rundbau, auf dem kühn eine Spitze ragte. Schmugglerspitze, sagte Julian. Wirklich ein passender Name. Hier werden früher wohl Schmuggler und lichtscheue Gesellen gehaust haben. Richard läutete. Dazu musste er einen schweren, eisernen Griff in Bewegung setzen. Auf das schrille Läuten der Glocke hörte man eilende Schritte im Flur und die schwere Haustür öffnete sich langsam. Vor ihnen standen zwei Kinder, ein Mädchen, das so alt wie Anne sein mochte, und ein Junge in Richards Alter. »Da seid ihr ja endlich«, rief der Junge und rollte die Augen. »Ich dachte schon, ihr kämmt nicht mehr.« »Dies ist Rußpeter«, stellte Richard seinen Klassenkameraden vor. Die Mädchen blickten ihn erstaunt an. Er wirkte tatsächlich wie ein kleiner Kobold mit seinem pechschwarzen Haar, den schwarzen Augenbrauen und dem tiefbraunen Gesicht. Im Gegensatz zu ihm war das Mädchen, das hinter ihm stand, blass und zart, hatte goldenes Haar, blaue Augen und seine Augenbrauen waren so fein gezeichnet, dass man sie kaum erkennen konnte. »Dies ist Bärbel, meine Schwester«, stellte Peter sie vor. »Gefällt sie euch? Manchmal denke ich, man könnte uns Goldmarie und Pechmeier nennen.« Peter hatte eine reizende, lustige Art. Die Kinder schlossen ihn sofort ins Herz. Selbst George ging es so, die im Allgemeinen Fremden gegenüber zurückhaltend und misstrauisch war und nicht so schnell Freundschaften schloss. Aber den Rußpeter mit seinem schwarzen Schopf, den rollenden Augen und seinem schalkhaften Grinsen musste man gleich gern haben. »Nur hereinspaziert«, lud er sie mit einer Handbewegung zum Betreten des Hauses ein. »Herr Rennfahrer, Sie können den Wagen zur nächsten Tür fahren. Block wird Ihnen das Gepäck abnehmen und eine Vespa geben.« Auf einmal verschwand das Grinsen aus dem Gesicht und er wurde ernst. Er hatte Tim entdeckt. »Sag mal, das ist doch nicht etwa euer Hund?« »Doch, er gehört mir«, sagte George und legte ihre Hand schützend auf Tims Kopf. »Ich brachte ihn mit, weil ich ohne ihn nirgendwo hingehen kann.« »Schon recht«, meinte Peter, »aber Hunde sind in der Schmugglerspitze nicht erwünscht.« Er sah ganz verstört aus. Er blickte hastig um sich, als fürchte er, es könnte jemand des Weges daherkommen und den Hund sehen. »Mein Stiefvater duldet hier keine Hunde. Ich habe auch einmal ein solches Tier, das sich verlaufen hatte, mitgebracht. Da schlug er mich windelweich, dass ich weder sitzen noch stehen konnte.« Anne blickte bei Peters Bericht ängstlich drein und George's Züge nahmen einen verärgerten und verdrießlichen Ausdruck an. »Ich hatte gehofft, wir könnten Tim hier irgendwo verstecken«, sagte George. »So bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Auto zurückzufahren. Auf Wiedersehen.« Mit diesen Worten drehte sie sich auf dem Absatz um und lief zum Wagen, der gerade im Anfahren war. Peter brachte zunächst kein Wort vor Staunen raus, dann aber rief er hinter ihr her, »Komm zurück, George, das wäre ja gelacht. Wir werden uns schon irgendetwas ausdenken.« Peter rannte die Treppe hinunter, die zur Haustür führte, und rief laut nach George. Die anderen polterten nach.
Bärbel war auch dabei und schloss die Haustür sorgfältig hinter sich. George hatte sich vor einer schmalen Tür an der Hauswand versteckt. Peter entdeckte sie, stieß das Mädchen heftig durch die Tür und hielt diese für die anderen offen. »Stoß mich nicht so«, rief George wütend. »Tim wird beißen, wenn du mich so weiter behandelst.« »Das wird er schön lassen«, sagte Peter mit freundlichem Grinsen. »Hunde mögen mich. Selbst wenn ich dir eine Ohrfeige gebe, wedelt dein Hund bestimmt noch mit dem Schwanz.« Die Kinder standen in einem dunklen Gang. An seinem äußersten Ende befand sich eine Tür. »Wartet hier, ich will nachsehen, ob die Luft rein ist«, bedeutete ihnen Peter. »Vielleicht ist mein Stiefvater drin, und wenn er den Hund sieht, packt er euch alle wieder in den Wagen und schickt euch nach Hause. Und das möchte ich nicht, denn ich habe mich schon sehr auf euch gefreut.« Er strahlte dabei übers ganze Gesicht, und die Kinder fanden ihn sympathisch. Auch George bildete keine Ausnahme, obwohl sie noch böse war, weil der Kerl sie so heftig gestoßen hatte. Sie hielt Tim versteckt in ihrer Nähe. Die kleine Gesellschaft hatte etwas Angst vor Herrn Schwarz. Die Kinder hielten ihn für einen grimmigen Menschen. Peter schlich auf Zehenspitzen zu der Tür am Gangende und öffnete sie vorsichtig. Nach einem kurzen prüfenden Blick kam er zu den anderen zurück. »Alles okay«, verkündete er. »Wir benutzen den Geheimgang zu meinem Schlafzimmer und dort beratschlagen wir, wo wir den Hund am besten verstecken. Einverstanden?« »Geheimgang«, das klang aufregend. Sie kamen sich vor wie die Hauptpersonen in einer Abenteuergeschichte. Sie schlichen leise zu der Tür und betraten den dahinterliegenden Raum. Es war ein dunkles, mit Eichenholz getäfeltes Zimmer, ein Arbeitszimmer besonderer Art. Darin stand ein großes Pult und die Wände waren bis zur Decke mit Bücherregalen verstellt. Sonst befand sich nichts in dem Raum. Peter näherte sich einer Wand. Er fühlte flink mit den Fingern am Regal entlang und drückte auf eine bestimmte Stelle. Das Regal glitt lautlos zur Seite. Peter bewegte einen Griff. Darauf schob sich eine weitere Holztafel in die Wand und gab eine Öffnung frei. Groß genug, dass die Kinder durchkriechen konnten. »Kommt her«, rief Peter mit gedämpfter Stimme. »Macht aber keinen Krach!« Aufgeregt krochen die Kinder durch die Öffnung. Peter bildete den Schluss und schloss mit einigen Handgriffen die Öffnung. Er knipste seine Taschenlampe an, da es hier stockfinster war. Sie befanden sich in einem schmalen, steinernen Gang. Er war so eng, dass nur zwei Leute so dünn wie Bohnenstangen dort hätten nebeneinander hergehen können. Peter gab Julian die Lampe, da dieser die Spitze bildete. »Halte dich immer geradeaus, bis du an steinerne Stufen kommst«, wies er Julian an. »Die steigst du hinauf. Dann wendest du dich nach rechts. Dann wieder geradeaus, bis du auf eine weiße Wand stößt. Dort wartest du meine weiteren Anweisungen ab.« Julian übernahm die Führung und leuchtete den anderen. Bald erreichten sie die Steinstufen. Der Gang war nicht nur sehr eng, sondern auch sehr niedrig. Anne und Bärbel waren die einzigen, die nicht den Kopf einziehen mussten. Anne wurde die Sache bald leid. Sie hielt sich nicht gern in einem engen, geschlossenen Raum auf. Das erinnerte sie an Angsträume, in denen sie unsichtbare Hände festhielten und am Fortlaufen hinderten. Sie war wie erlöst, als Julian verkündete, »Hier sind die Treppen, wir steigen jetzt hinauf.« »Macht nicht solchen Lärm«, warnte Peter in leisem Ton. »Wir durchschreiten gerade das Esszimmer. Von dort führt ein Weg in diesen Gang.« Keiner sagte einen Ton. Sie gingen auf den Zehenspitzen. Das war besonders anstrengend, weil sie zugleich den Kopf einziehen mussten. So erreichten sie eine steile Wendeltreppe. 14 Stufen ging es hinauf. Oben angekommen, wandte sich Julian nach rechts. Der Gang führte weiterhin aufwärts. Julian bewegte sich schnell vorwärts. Plötzlich fuhr er zusammen, weil er fast gegen eine weiße, glatte Mauer gestoßen wäre. Er schwenkte die Taschenlampe auf und nieder. Eine Stimme von hinten flüsterte ihm zu, »Du hast jetzt das Ende des Ganges erreicht. Leuchte mit der Lampe die Wand hinauf an die Stelle, wo die Decke des Ganges mit der Mauer zusammenstößt. Dort wirst du
einen eisernen Griff sehen. Ihn musst du mit aller Kraft herunterdrücken. Julian entdeckte die Stelle, nahm die Lampe in die linke Hand und drückte den Griff herunter, so fest er konnte. Ganz allmählich schob sich in der Mitte der Wand ein großer Stein zur Seite und ließ ein großes Loch zurück. Julian leuchtete mit der Lampe hinein, doch hier war nichts als ewige Finsternis. »Es ist schon in Ordnung, Julian. Die Öffnung führt zu einem großen Schrank, der in meinem Schlafzimmer steht«, rief Peter ihm zu. »Steig nur durch, wir kommen nach. Im Schlafzimmer ist niemand.« Julian krabbelte durch das Loch und befand sich bald in einem geräumigen Schrank, der mit Peters Kleidern angefüllt war. Er bahnte sich einen Weg durch das Stoffgewirr und stieß die Schranktür von innen auf. Das eindringende Tageslicht wies den anderen bequem den Weg aus dem Gang in das Zimmer. Eines der Kinder nach dem anderen stieg durch das Loch, verlor sich einen Augenblick in den Kleidern und spürte dann den Schlafzimmerboden unter seinen Füßen. Tim war ruhig und geduldig, dicht an Georges Seite der kleinen Gesellschaft gefolgt. Auch ihm war es in der Dunkelheit und dem engen Gang nicht ganz geheuer und er begrüßte mit den Kindern freudig das Tageslicht. Peter, der als letzter kam, schloss sorgfältig die Öffnung nach dem Gang, indem er einen großen Stein davor schob. Das ging so spielend, dass Julian sich darüber wunderte. »Vielleicht ist der Stein in einem Drehzapfen gelagert«, dachte er. Mit einem lachenden Gesicht begrüßte Peter die neuen Freunde in seinem Schlafzimmer. George hielt Tim am Halsband fest. »Jetzt ist alles in Ordnung, George«, beruhigte Peter das Mädchen. »Hier sind wir ungestört. Mein Schlafraum und Bärbels Zimmer liegen getrennt von der übrigen Wohnung. Wir hausen in dem einen Flügel des Gebäudes ganz für uns allein und sind nur durch einen langen Gang zu erreichen.« Er öffnete die Tür, um ihnen die Örtlichkeiten zu erklären. Nebenan lag Bärbels Zimmer, dazwischen ein Gang mit Steinboden, der mit Matten belegt war. Die Wände waren ebenfalls aus Stein. Am Ende des Ganges fiel durch ein großes Fenster Licht herein. Dort befand sich auch eine schwere, eicherne Tür, die verschlossen war. »Ihr seht also, dass wir hier ungestört und ganz unter uns sind. Tim könnte hier nach Herzenslust bellen, ohne dass es jemand hört.« »Kommt denn niemand hierher?«, fragte Anne erstaunt. »Wer hält denn die Zimmer in Ordnung?« »Das macht Minna. Sie kommt jeden Morgen und räumt die Zimmer auf«, sagte Peter. »Aber sonst erscheint hier keine Menschenseele. Außerdem merke ich, wenn irgendeiner die große Tür dort vorne aufschließt.« Die anderen blickten nach dem Gangende. »Woran merkst du das denn?«, wollte Richard wissen. »Ich habe einen Apparat angebracht. So wie jemand die Tür öffnet, ertönt in meinem Zimmer ein Summzeichen«, erklärte Peter stolz. »Wir wollen es mal ausprobieren. Wartet hier, ich öffne die Tür und ihr bleibt hier und horcht.« Peter lief den Gang entlang und öffnete die schwere Tür. Unmittelbar darauf vernahmen die Kinder im Zimmer ein summendes Geräusch, das sie zusammenfahren ließ. Selbst Tim spitzte die Ohren und heulte fürchterlich. Peter schloss schnell die Tür und kam zu seinen Freunden zurück. »Habt ihr das Geräusch gehört?« »Wie? Das ist ein guter Einfall von mir«, lobte er sich selbst. »Ich denke mir oft solche Dinge aus.« Die Kinder blickten sich im Schlafzimmer um. Es war einfach eingerichtet und durch keinerlei Ordnung verunziert. Das Bett war nicht gemacht, auf dem Tisch lagen neben einem aufgeschlagenen Buch getragene Wollsocken. Den Raum erhellte ein großes Butzenscheibenfenster. Anne ging hin, um die Aussicht zu genießen. Dicht am Fenster fuhr sie erschrocken zurück. Sie hatte nicht erwartet, in einen so tiefen Abgrund zu blicken. Die Schmugglerspitze stand auf der höchsten Erhebung des Hügels. An der Seite, wo sich Peters Schlafzimmer befand, fiel der Hügel schroff bis zum Meer hinunter ab. »Seht nur, wie steil es da ist«, rief sie erschreckt. »Es wird mir ganz sonderbar zumute, wenn ich da hinunterschaue.« Die anderen drängten sich ebenfalls an das Fenster und auch sie hatten beim Hinaussehen ein komisches Gefühl im Magen.
Die Sonne schien gerade auf die Hügelspitze, aber rundherum lagen Nebelschwaden auf dem Moor und der weit entfernten See. Wenn die Nebel fort sind, kann man über das Sumpfgelände bis an die Küste des Meeres hinausschauen, sagte Peter. Eine Sehenswürdigkeit. Es ist schwer zu sagen, wo das Moor aufhört und das Meer beginnt. Höchstens, wenn das Meer sehr blau ist. Vor sehr langer Zeit ist das Meer über die Ufer getreten, schloss den Hügel ein und machte ihn zu einer Insel. Davon hat uns auch der Wirt schon erzählt, unterbrach ihn George. Aber warum flutet die See wieder zurück? Das weiß ich auch nicht, sagte Peter. Die Leute erzählen, dass das Meer nach und nach zurückgewichen ist. Es wurde dann ein Plan ausgearbeitet, den Sumpf trocken zu legen und in fruchtbaren Boden zu verwandeln. Aber es ist bis jetzt noch nie gelungen. Ich mag das Moor nicht, sagte Anne und schüttelte sich. Es ist ein unheimlicher Ort. Tim fing an zu winseln. Das erinnerte George daran, dass sie ihn ja verstecken wollten. Sie wandte sich an Peter. Bist du dir schon klar darüber, was mit Tim geschehen soll? Wo sollen wir ihn verstecken? Er muss ja auch sein Futter kriegen und sich etwas bewegen können. Du weißt, es ist ein kräftiger Hund. Richtig, wir wollen überlegen, sagte Peter. Mach dir keine Sorgen, George. Ich habe Hunde gern und werde alles daran setzen, Tim hier zu behalten und gut zu verstecken. Aber ich muss dich nochmals warnen, dass wir alle einen tüchtigen Rüffel bekommen, wenn er entdeckt wird und du wirst als unerwünschte Person nach Hause geschickt. Warum kann denn euer Vater keine Hunde leiden? Fragte Anne. Es ist mir unverständlich. Fürchtet er sich vor ihnen? Das glaube ich nicht. Er muss irgendeinen Grund haben, dass er sie ausgerechnet hier im Hause nicht duldet. Mein Stiefvater ist ein ganz merkwürdiger Mensch. Wieso? Wollte Richard wissen. Ich weiß auch nicht recht. Er steckt voller Geheimnisse, antwortete Peter. Merkwürdige Leute kommen hierher und sie erscheinen plötzlich und heimlich, ohne dass jemand davon weiß. Manchmal habe ich in der Nacht Licht im Turm gesehen. Ich weiß aber nicht, wer sich dort aufhält. Bis jetzt bin ich noch nicht dahinter gekommen. Denkst du vielleicht, dein Vater ist ein Schmuggler? Fragte Anne aufgeregt. Nein, erwiderte Peter, wir haben hier zwar einen Schmuggler, jedermann kennt ihn. Siehst du das Haus da drüben, rechts am Fuß des Hügels? Ja, da wohnt er. Er ist steinreich, er heißt Schleicher. Selbst die Polizei kennt seine Tätigkeit, kann ihm aber nichts nachweisen. Herr Schleicher ist sehr reich und mächtig und duldet keine Nebenbuhler. Kein anderer würde sich unterstehen, auf dem Schmugglerhügel Schmuggel zu treiben. Er aber tut es und sogar mit großem Erfolg. Das ist wirklich ein aufregender Ort, stellte Julian fest. Ich werde das Gefühl nicht los, hier braut sich etwas zusammen. Wie denkt ihr? Das sind Hirngespinste, Julian, winkte Peter ab. Hier geschieht bestimmt nichts. Du redest dir das ein, weil unser Haus den Namen Schmugglerspitze hat und der Ort so voller Geheimgänge, Höhlen und Schlupfwinkel ist. Ich gebe allerdings zu, dass die vielen unterirdischen Gänge rund um den Hügel Schmugglern ihr Handwerk erleichtern würden. Nun, begann Julian, hielt aber plötzlich inne. Die Kinder starrten entsetzt auf Peter. Der Geheimsender hatte sich aus seiner verborgenen Ecke gemeldet. Irgendjemand musste die Tür am Gangende geöffnet haben. »Es kommt jemand«, rief George in großer Angst. »Schnell, was machen wir mit Tim?« Peter packte den Hund und schob ihn in den alten großen Schrank. »Keinen Laut«, befahl Peter. Dann verschloss er die Schranktür und Tim stand in seinem dunklen Gefängnis, ohne sich zu rühren. Nur seine Nackenhaare sträubten sich und die Ohren standen in die Höhe. »Gut«, sagte Peter mit lauter, heller Stimme, »jetzt will ich euch endlich eure Schlafräume zeigen.« Die Tür ging auf und ein Mann trat ein. Er trug lange schwarze Hosen und ein weißes Leinenjackett. »Er hat ein eigenartig verschlossenes Gesicht«, dachte Anne bei sich. »Man wird nicht aus ihm klug. Er kann einem nicht in die Augen sehen.« »Hallo, Block«, rief Peter vergnügt. Er wandte sich zu den anderen. »Das ist Block, der Diener meines Stiefvaters. Er ist taub. Deshalb könnt ihr reden, was ihr wollt. Und doch tut ihr es besser nicht, denn er scheint zu fühlen, was wir sagen.«
Es wäre gemein von uns, wenn wir uns über Dinge unterhielten, die wir ihm nicht auch ins Gesicht sagen könnten, sagte George, die in solchen Dingen ein gesundes Gefühl hatte. Block sprach mit einer eigenartigen, eintönigen und langweiligen Stimme. Ihr Stiefvater und Ihre Mutter lassen fragen, warum Ihnen eure Freunde noch nicht vorgestellt wurden, hob er an. Warum seid ihr so eilig hier heraufgestürzt? Block ließ sprechen seine Blicke überall hingleiten, als ob er wüsste, dass ein Hund in der Nähe sei. George wurde unruhig. Hoffentlich hatte der Fahrer nichts von Tim erwähnt, weil war ihr erster Gedanke. Ach, ich war so glücklich, als meine Spielgefährten eingetroffen sind, da habe ich sie gleich mit heraufgenommen, sagte Peter. Wir werden sofort unten sein. Block ging mit unbeweglicher Miene aus dem Zimmer. Kein Lächeln, keine Bewegung im Gesicht. Den kann ich nicht ausstehen, sagte Anne offenherzig. Ist der schon lange bei euch? Nein, erst ein Jahr, erwiderte Peter. Eines Tages tauchte er hier auf. Selbst Mutter wusste nichts von seiner Ankunft. Er kam und zog, ohne ein Wort zu sagen, das weiße Leinenjackett an und begab sich ins Zimmer meines Stiefvaters, um dort an die Arbeit zu gehen. Vater hatte ihn erwartet, aber er hatte meiner Mutter bestimmt nichts davon gesagt. Sie war ganz überrascht, als er auftauchte. »Ist sie deine richtige Mutter oder auch deine Stiefmutter?«, fragte er neugierig. »Man kann doch nicht eine Stiefmutter und einen Stiefvater haben«, sagte Peter verächtlich. »Entweder das eine oder das andere. Meine Mutter ist meine richtige Mutter und ist auch Bärbels Mutter. Aber Bärbel und ich sind nur Halbgeschwister, weil mein Stiefvater Bärbels richtiger Vater ist.« »Das muss ich mir merken«, sagte Anne und dachte angestrengt über diese schwierige Frage nach. »Kommt, wir müssen jetzt hinuntergehen«, brach Peter die Unterhaltung ab. »Nebenbei, mein Stiefvater ist sehr freundlich. Er lächelt immer und ist auch zu Scherzen aufgelegt. Aber ganz darf man dem nicht trauen. Er kann leicht jähzornig werden.« »Hoffentlich bekommen wir ihn nicht so oft zu sehen«, sagte Anne, die ein unbehagliches Gefühl beschlichen hatte. »Und wie ist deine Mutter?« »Sie ist ein scheues Reh«, lautete die merkwürdige Antwort des Jungen. »Ihr werdet sie gern haben. Sie ist herzensgut. Aber sie wohnt nicht gern in diesem Haus. Sie fürchtet meinen Stiefvater. Natürlich würde sie das niemals zugeben, aber ich weiß, dass es so ist.« Die schüchterne Bärbel hatte sich bis dahin nicht am Gespräch beteiligt. Jetzt nickte sie zu Peters Worten und sagte, »Ich lebe auch nicht gern hier oben. Ich freue mich darauf, wenn ich, wie Peter, ins Internat komme. Nur tut es mir jetzt schon leid, dann Mutter allein zurückzulassen.« »Kommt jetzt endlich«, drängte Peter. »Tim lassen wir derweilen im Schrank. Ich habe den Schlüssel abgezogen, für den Fall, dass Block hier herumschnüffelt.« Bei dem Gedanken, Tim allein in dem dunklen Schrank zurücklassen zu müssen, fühlten sich die Kinder recht unglücklich. Aber es half ja nichts. Sie folgten Peter und Bärbel durch den Gang bis zur eichenen Tür. Sie öffneten sie und befanden sich am Absatz einer riesigen Treppe, die hinab in eine große Halle führte. Rechts war eine Tür, auch die öffnete Peter. Er trat ein und die Kinder folgten schüchtern und verlegen. »Hier sind sie alle«, stellte er sie vor. »Entschuldigt bitte, dass ich sie zuerst in mein Zimmer geführt habe. Ich habe mich so gefreut, sie zu sehen.« »Deine Manieren könnten allmählich besser werden«, sagte Herr Schwarz mit tiefer Stimme. Die Kinder schauten verlegen zu ihm. Er saß in einem schweren, aus Eichenholz geschnitzten Stuhl. Ein netter, klug aussehender Mann mit hellem, nach hinten gekämmtem Haar und mit den gleichen blauen Augen wie Bärbel. Er lächelte die ganze Zeit über, doch nur mit dem Mund, nicht mit den Augen. »Kalte Augen hat er«, dachte Anne, als sie vor ihm stand und ihm die Hand gab. Herr Schwarz lächelte sie an und tätschelte ihre Schulter. »Was für ein reizendes kleines Mädchen«, begrüßte er sie. »Du wirst eine gute Spielgefährtin für Bärbel sein. 3 Jungen für Peter und 1 Mädel für Bärbel. Haha.« Er hielt George für einen Jungen. Sie trug auch diesmal kurze Hosen und eine Jacke wie die Jungen. Niemand sagte ihm, dass George mit ihrem kurz geschnittenen, krausen Haar kein Knabe war. Und George rieb es ihm erst recht nicht unter die Nase. Die übrigen 3 jungen Gäste gaben Herrn Schwarz die Hand. Peters Mutter hatten sie noch gar nicht bemerkt. Sie saß ganz verloren in einem Armstuhl.
Die zierliche Frau glich einer Puppe mit mausgrauem Haar und grauen Augen. »Oh, wie vornehm und zierlich sie sind«, sagte Anne in aufrichtiger Freude und ging sofort auf sie zu. Frau Schwarz erhob sich und lächelte dem Mädchen zu. Sie war nicht größer als Anne und hatte so zarte Hände und so feingliedrige Füße, wie Anne sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Sie gefiel ihr auf den ersten Blick. Zutraulich gab sie ihr die Hand und sagte, »Es ist sehr lieb von Ihnen, dass Sie uns alle eingeladen haben. Sie wissen schon, dass ein mächtiger Baum auf unser Hausdach gefallen ist und es zerstört hat?« Herr Schwarz lachte schon wieder. »Ich wünsche euch eine schöne Zeit hier«, sagte er dann. »Peter und Bärbel werden euch die altertümliche Stadt zeigen. Und wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr auch einmal die Straße zum Festland gehen und dort ein Kino besuchen.« »Vielen Dank«, sagten alle, und Herr Schwarz zeigte wieder ein so merkwürdiges Lächeln. »Euer Vater ist ein sehr kluger Mann«, wandte er sich an Julian. Dieser vermutete, dass man ihn mit George verwechselte. »Er wird euch doch wohl abholen, wenn die Ferien zu Ende sind, und dann kann ich mich mit ihm unterhalten. Wir beide arbeiten nämlich an den gleichen Versuchen. Doch ist er mit seinen Forschungen weiter als ich.« »Oh«, sagte Julian höflich. Dann ließ sich die puppenhafte Frau Schwarz mit sanfter Stimme vernehmen. »Block wird euch sämtliche Mahlzeiten in Bärbels Arbeitszimmer servieren. Da werdet ihr meinen Mann am wenigsten stören. Er liebt keine Unterhaltung beim Essen. Und das lässt sich bei 6 Kindern ja nicht vermeiden.« Herr Schwarz setzte wieder sein merkwürdiges Lächeln auf. Dabei blickte er die Kinder mit seinen kalten blauen Augen durchdringend an. »Nebenbei, Peter«, sagte er ganz unvermutet, »ich verbiete dir, durch die Katakomben in diesem Hügel zu laufen. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Und ebenso wenig dulde ich deine waghalsigen Klettereien. Und außerdem möchte ich nicht, dass du auf der Stadtmauer herumläufst und dich in Gefahr begibst. Wirst du mir das versprechen?« »Ich habe das ja auch gar nicht getan«, beteuerte der Junge. »Du spielst immer den Unschuldigen«, sagte der Vater, und seine Nasenspitze wurde weiß. Anne beobachtete das aufmerksam. Sie wusste nicht, dass seine Nase sich immer verfärbte, wenn er wütend war. »Oh, ich bin in der Klasse einer der besten Schüler«, sagte Peter in gereiztem Ton. Die anderen merkten gut, dass er seinen Vater ablenken wollte, um nicht das verlangte Versprechen geben zu müssen. Die Mutter sagte beschwichtigend, »Peter hat wirklich im letzten Schuljahr viel gearbeitet. Du erinnerst dich?« »Genug damit«, rief Herr Schwarz, und sein gewohntes Lächeln verschwand diesmal ganz aus seinem Gesicht. »Geht raus! Alle miteinander!« Erschreckt eilten Julian, Richard, Anne und George aus dem Zimmer. Peter und Bärbel folgten ihnen. Peter grinste frech, als er die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Ich habe ihm nichts versprochen«, sagte er. »Mein Stiefvater wollte uns alle Freude verderben. Dieser Ort hier ist langweilig, wenn man nicht auf Entdeckungen ausgehen kann. Ich kann euch eine Menge geheimnisvoller Plätze zeigen.« »Was sind eigentlich Katakomben?«, fragte Anne. Sie konnte sich darauf keinen Reim machen. »Das sind unterirdische Gewölbe, geheime Durchgänge im Hügel«, erklärte Peter. »Niemand kennt sie alle. Man kann sich leicht darin verirren und findet dann nie wieder heraus. Vielen ist es schon so ergangen.« »Warum gibt es hier so viele geheime Gänge und Winkel?«, wollte George wissen. »Das ist ganz einfach. Hier befand sich doch einmal ein Schmugglernest, und sehr oft mussten die Schmuggler nicht nur ihre Ware, sondern auch sich selbst verstecken. Und nach Peters Bericht lebt hier ja immer noch ein Schmuggler, wie heißt der doch schnell? Schleicher, nicht wahr?« »Richtig«, bestätigte Peter. »Jetzt aber kommt schnell hinauf. Ich zeige euch eure Zimmer. Ihr habt von da eine großartige Aussicht auf den spitzen Turm.« Er führte seine Spielgefährten in 2 Räume, die nebeneinander lagen, gegenüber der breiten Steintreppe, die zu seinem und Bärbels Schlafzimmer führte. Die Räume waren klein, aber gut eingerichtet. Sie hatten tatsächlich eine herrliche Aussicht auf die altertümlichen Giebeldächer und Türme der Stadt. Außerdem gaben sie den Blick frei auf Schleichers Haus. George und Anne schliefen in dem einen, Julian und Richard in dem anderen Zimmer.
Frau Schwarz war es anscheinend doch nicht entgangen, dass es zwei Mädchen und zwei Jungen waren. »Wie behaglich die Räume sind«, stellte Anne fest. »Ich habe diese dunklen Holzwände sehr gern.« »Wart's nur erst ab«, Peter grinste. »Seht, hier sind eure Sachen. Minna hat schon alles ausgepackt und in die Fächer gelegt. Ihr werdet sehen, Minna ist ein guter Mensch. Dick und rund, froh und glücklich, ganz anders als dieser Block.« Peter schien über all dem Tim vergessen zu haben. George erinnerte ihn sofort daran. »Was wird mit dem Hund? Er muss in meiner Nähe sein. Wir müssen uns darüber klar werden, wie er sein Fressen bekommen und wo er etwas herumlaufen kann. Er wird bestimmt brav sein.« »Ich werde ihm etwas Auslauf in dem Durchgang zu meinem Schlafzimmer geben und ihn außerdem bei jeder Gelegenheit füttern. Jeden Morgen werden wir ihn durch einen Geheimgang, der auf halbem Wege zur Stadt ins Freie führt, hinausschmuggeln. Dort kann er dann nach Herzenslust herumtollen. Oh, wir werden eine herrliche Zeit mit Tim verleben.« George traute dem Frieden nicht. »Kann er nicht nachts bei mir schlafen?«, fragte sie. »Er heult sonst wie doll.« »Gut, wir wollen es versuchen«, meinte Peter. »Du hast versprochen, sehr vorsichtig zu sein. Du weißt ja, mein Stiefvater ist zu allem fähig«, fügte er hinzu. Sie waren jetzt, nachdem sie ihn kennengelernt hatten, ebenfalls davon überzeugt. Julian blickte neugierig Peter an. »Hieß dein richtiger Vater auch Schwarz?«, fragte er. Peter nickte. »Ja, er war der Vetter meines Stiefvaters. Er war ebenso dunkel wie sonst alle in der Familie Schwarz. Mein Stiefvater bildet eine Ausnahme. Er ist blond. Man sagt, die blonden Schwarzen seien keine guten Menschen. Aber sagt das ja nicht meinem Stiefvater.« »Wie sollten wir auch?«, sagte George empört. »Du meine Güte, er würde uns ja den Kopf abreißen. Los jetzt, auf zu Tim!« Die Kinder strahlten, als sie die Mahlzeiten gemeinsam in Bärbels Arbeitszimmer ohne die Erwachsenen einnehmen durften. Sie hatten alle nicht gern mit Herrn Schwarz zu tun. Bärbel tat ihnen aufrichtig leid, dass sie einen so sonderbaren Vater hatte. Es dauerte nicht lange und sie hatten es sich in der Schmugglerspitze gemütlich eingerichtet. Besonders George war zufrieden, weil mit Tim alles so schön klappte. Er hatte sich schnell seiner neuen Umgebung und der ungewohnten Lebensweise angepasst. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, den Hund abends in Georges Zimmer zu schaffen. Das musste im Dunkeln geschehen. Block hatte nämlich eine ganz heimtückische Art. Er tauchte immer lautlos und unverhofft auf und George befürchtete, er könne mit einem flüchtigen Blick den großen Hund bemerken. Tim verlebte die nächsten Tage auf eine besondere Art. Während die Kinder außer Haus waren, hielt er sich in dem engen Gang auf. Hier lief er hin und her und auf und ab, einsam und verlassen. Bei dem leisesten Geräusch spitzte er die Ohren und hoffte, dass jemand ihn herauslassen würde. Er bekam reichlich zu fressen. Jede Nacht wurde die Speisekammer für ihn geplündert. Minna wunderte sich, dass so manche Überbleibsel, zum Beispiel Suppenknochen, verschwunden waren. Tim verschlang alles, was man ihm vorsetzte. George hatte Peter an sein Versprechen erinnert, den Hund jeden Morgen herumlaufen zu lassen. »Er muss Bewegung haben, sonst wird er krank und elend«, sagte sie. »Aber wie? Wir können ihn doch nicht durchs Haus vor die Haustür führen. Wir würden dann zu leicht einem Stiefvater begegnen.« »Ich sagte dir doch, dass ich einen Weg kenne, der unterirdisch zur Stadt hinausführt. Ich will ihn dir zeigen. Dort können wir ganz sicher sein. Selbst wenn wir Block oder jemand anderen treffen, würde er nichts von unserem Hund ahnen. Sie würden denken, wir hätten einen Findling aufgegriffen.« Sie befanden sich alle in Peters Schlafzimmer und Tim lag auf einer Matte neben George. Sie fühlten sich hier sicher. Der Summer warte sie ja, wenn jemand zur Tür am Ende des Ganges hereinkommen sollte. »Wir gehen jetzt in Bärbels Zimmer«, ordnete Peter an. »Ihr werdet einen schönen Schrecken bekommen, wenn ihr den Weg seht, der zum Hügel führt. Das kann ich euch flüstern.« Was das für ein Weg sein wird, das erfahrt ihr dann nächste Woche Mittwoch. Also macht's gut, ein schönes Wochenende euch und bis nächste Woche. Ciao, ciao.